Wenn du den Ball hast und er kommt auf dich zu, dann ist der Ball fast immer weg. Royal Dominik Fennell gilt als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Liga. Alle Spiele hat der 26-Jährige bisher absolviert, bis auf eines alle über 90 Minuten. Erst eine gelbe Karte hat er dabei kassiert, mehr als ungewöhnlich für einen Defensivspezialisten. Dass Fennell einer der besten Abräumer der Liga werden würde, war indes eigentlich so gar nicht geplant. Grundsätzlich war das eigentlich nicht so. In der Jugend war ich eher der Offensivere, habe auf der 10 gespielt und auch früher auch im Sturm. Und dann ist halt immer mit der Zeit immer weiter nach hinten. Und ja, nun ist es so, jetzt spiele ich hinten und räume ab vor der Abwehr in dem Fall hier in Würzburg. Und ja, ich versuche das so gut wie möglich zu machen und hoffentlich spielen wir am Samstag wieder zu Null. Das wäre mal gut. Denn die Partie bei den Stuttgarter Kickers ist für Fennell eine ganz besondere. Schließlich schnürte er seit 2007 die Fußballschuhe für die Schwaben, ehe er im Sommer nach Würzburg wechselte. Ja, natürlich. Ich freue mich am Wochenende auf dieses Spiel. Schon lange habe ich das in meinem Plan, in meinem Kalender markiert und ja, es wird ein besonderes Spiel für mich am Wochenende. Mit Stuttgart holte er 2012 die Regionalligameisterschaft, schaffte sogar den Sprung in die amerikanische U23-Nationalmannschaft. Bei den Kickers ist Fennell für Trainer Bernd Hollerbach längst eine feste Größe im Team. Auf den in Fort Irwin in den USA geborenen beidfüßigen Abräumer kann und will er nicht verzichten. Ja, der Nick ist ein wichtiger Spieler in unserer Achse und der hat auf der zentralen Position im Mittelfeld viel Verantwortung bei uns und der hat es bis jetzt hervorragend gemacht. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Und auch gegen den Namensvetter aus Stuttgart soll Fennell wieder zum Staubsauger vor der Abwehr werden. Die kassierte in den letzten drei Partien allerdings späte Gegentore sowie das bittere 0:1 gegen Osnabrück. Und vorne wurden beste Chancen verballert. Die Punkte, die sie gegen Osnabrück verloren haben, wollen sich die Kickers nun in Stuttgart wiederholen. Die Schwaben haben zwar die letzten vier Spiele allesamt verloren, doch Hollerbach warnt davor, den Namensvetter zu unterschätzen. War letzte eine der besten Mannschaften der Liga, ist auch fußballerisch mit die beste und das wird ein schwerer Gang. Aber ich denke, wir haben die Woche wieder gut gearbeitet und werden da unsere Chance wieder suchen. Mit einem Dreier würden die Würzburger die Stuttgarter Kickers in der Tabelle überholen. Und wie quasi der Boxbeutel die Spätzle schlägt, das haben die Kickers gegen den VfB ja schon gezeigt.